Servus Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus Ilmenau. Es ist heute den ganzen Tag am Regnen. Ist sehr nass draußen. Gestern sind wir angekommen und es hat gestern auch nur den ganzen Tag durchgeschüttet. Wir schauen mal, was es gibt. Wir gehen jetzt gleich am Trackwalk und schauen dann mal, was wir für einen Reifen brauchen. Ich denke mal, wir gehen auf Shorty. Schauen wir mal, was der Trackwalk so sagt. Ist auf jeden Fall sehr matschig hier. Schon ein paar Autos festgefahren auf dem Parkplatz. Ja, mal schauen. Wir haben eventuell ein Problem. Ja, ich spekuliere mal noch so ein bisschen auf Shorty. Aber ich habe noch nicht drauf gezogen. Wollen uns erst einen Trackwalk angucken. Und dann entscheiden wir, ob es Sinn macht. Weil wenn der Boden hart ist, macht es keinen Sinn irgendwie. Rutschen nur. Steffen, auf einer Skala von 1 bis 10. Das Autofahren hat Bock gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, die haben sich gerade schon festgefahren. Wie sehr Bock hast du aufs Rennen? Wenn es trocken ist, viel Bock. Wenn es nass ist, noch mehr Bock. Okay, du bist stark. Top Conditions. Warum kann man sich festhalten? Ich finde es. Hier würde ich mittlerweile bei den DACs. Das war ein chille Mille, Alter. Letztes Jahr habe ich mich davor noch eingeschissen und den Messer am letzten Tag gemacht. Wirklich jetzt? Ja. Also ich komme es also, aber man denkt sich bei der Kurve, die ist flacher als, keine Ahnung, als Holland. Wird auf jeden Fall ein bisschen schmierig. Ja, voll. Die fährt sich kaputt. Aber wenn sonst. Wenn da eine Rad reinkommt, ist geil. Dann wird es vielleicht einfach steiler, als ja. Flach ist jetzt. Aber sonst, Strecke ist relativ hart. Ich glaube nicht, dass die Matsche viel macht. Ich dachte gerade, du meintest streckenmäßig hart. Nein. Der Boden ist hart. Der Boden ist hart. Und nicht matschig. Ich wollte gerade sagen, wenn man aus Simmering kommt, ist es hier einfach. Ja. Nur schmierig, merke ich jetzt schon. Ja. Die Highline ist halt schon geil, ne? Aber hier kommt das erste neue. Ich auch so mal. Oder? Highline mit ganz vielen Wurzeln oder unten Mainline. Aber ja, langsam. Ja, das war richtig geil. Und gibt's aber auch ab, Alter. Das habe ich noch nie gehabt bei einer Downhill. Moos und Stein. Schauen noch die Bilder bei. Rutschigsten Bedingungen, die es so fast gibt. Alter, was ist das bitte für ein geiles Moos? Ja, das ist mega geil, die Strecke. Find ich ich werde mich da unten so auf die Fresse legen in der Kurve. Hier beginnt der Shorty wieder an Sinn zu machen, aber oben halt nicht, ne? Schwierig, die Reifenwahl. Oh, die ist richtig weich, Digga. Okay, die Scheiße. Digga, die ist gar nicht verdichtet. Und da soll ich mit 80 Tonnen drauf knallen. Die fährt sich schon Anleger gut kaputt. Die müssen verdichtet werden. Muss auf jeden Fall gut Exit Speed aus der Kurve mitnehmen. Ist aber schon schwierig bei der Einfahrt da. Steffen, Inside oder Outside? Wie ging der jetzt nochmal hier? Wie ging der nochmal, Kollege? Willst du gewinnen, fährst du innen, ja. So ein Ding. Let's go! Also mach an, ey. Was? Ich zapp da runter, ey. Vorderrad weg. Da bleibst du erstmal stecken. Schafft man nicht mal der Brille zu stehen. Guck dir den Anlieger dahinter an. Das sieht aber lustig hier aus. Alter, die Kurve. Geil. Das kannst du doch nicht fahren. Steffen, siehst du die Ente? Alter, der Mann kann Kurven laufen, glaube ich. Irgendwie braucht wirklich jede DAC-Strecke eine Appel-Sektion. Die haben das Steinfeld rausgenommen. Komplett? Steinfeld raus, Appel drin. Nice. Live, wo springen wir hier hin? Auf die Steine. In den Tod. Warum? Warum? Chris, wo sehen wir uns? Also ich muss sagen, ich sehe mich schon eher bei den Stadtwerken hier, weil, naja, ne? Bremsen und die Wurzel da, es wird sportlich und dann, bam.
Titus, was sagst du, Strecke? Ja, also Strecke ist, also, fehlen mir ein bisschen die Worte, ist sehr interessant. Mal schauen, wie es wird, und vor allem mit dem Boden in den ganzen Kurven. Ist mal wieder komplett was ganz anderes halt. Naja, einfach mal testen mal. Könnte spaßig werden, würde ich sagen. Oben gleich wie letztes Jahr. Dann wird's schön witzig bei dem Moos und dann asozial unten. Ja, so kann man es beschreiben. Gucken wir mal, fahren wir mal ein bisschen. Bisschen Training. Gar keinen Bock. Richtig matschig. Zumindest hier unten. Mal Schillimilli hier runter. Erst Abfahrt. Ah, shit. Nur loses Zeug hier. Boah, der Inside ist dumm. Boah, ist das eine Pampe. Freunde, gerade ein bisschen Schillimilli gemacht. Titus hat gerade schon alles rübergezogen, auch unter das Wurzelgap, aber das machen wir jetzt gleich mal. Ja, ein bisschen Respekt ist schon da, bin ich ehrlich. Du war einfach mit Schild oben. Die haben ja, zwar keine. Fängt gerade an zu regnen. Boah, Titus! Oh. Oh. Die Gabel ist noch ein bisschen durchgekloppt, Alter. Also, Freunde, gerade mal alle Gaps gemacht. Ja. Jetzt wäre erstmal gesperrt. Ui!
Boah, Titus! Junge, Junge! Titus macht Faxen und ich bein auch. Boah! Boah! Ach, Kacke. Boah! Junge! Oh! Ah! Geil! Der war ein bisschen zu lang. Boah! So Freunde, das war's mit dem ersten Tag hier aus Ilmenau. Mittlerweile ist es auch ziemlich trocken. Wir chillen gerade noch ganz entspannt bei mir in der Bude. Die Jungs sind am Start. Ja, auf jeden Fall, Track war cooler im Training wie gedacht, oder Titus? Auf jeden Fall, also hat richtig Spaß gemacht. Die Strecke, die tatsächlich positiv, also im Trackwalk dachte ich so, boah, die könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden, aber vor allen Dingen, da sind ja die großen Turns. Ich dachte, die wären richtig scheiße, aber da kann man richtig durchheizen, richtig geil. Ja, also Strecke macht auf jeden Fall mehr Bock, wie wir gedacht haben im Trackwalk. Auch unten das mit dem Baumstumpf, ne, die Donnerbalken heißt er. Donnerbalken. Der Donnerbalken, ja, ist ein bisschen sketchy, aber es geht schon, das passt schon. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten geht's morgen weiter hier aus Ilmenau. Und ich hoffe mal, dass ich euer Video hochladen kann, weil das Internet ist sehr bescheiden hier. Verzeiht's mir, wenn das Video später kommt. Genau. Habt einen schönen Abend, Freunde. Ciao.